LibreOffice – Dokument mit einem Passwort schützen. Es ist möglich einzustellen, dass ein Dokument nur mit einem Passwort geöffnet werden kann. Dazu rufen Sie den Dialog Datei, Speichern unter auf und setzen einen Haken bei mit Kennwort Speichern. Den Namen des Dokuments eingeben, als Beispiel DOK. In Ordner Speichern hier Dokumente. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Es erscheint nun eine Eingabemaske, in der Sie das Passwort in zwei Eingabefelder eintragen und den Dialog mit OK bestätigen müssen. Falls sich die Eingaben unterscheiden, erhalten Sie einen Hinweis, dass sich die Eingaben unterscheiden und der Passwortdialog wird erneut aufgerufen. Wenn die Eingaben in den zwei Eingabefeldern identisch sind, ist das Dokument nun passwortgeschützt abgespeichert. Benutzen Sie ein sicheres Passwort. Okay, Dokument schließen und erneut im Ordner Dokumente aufrufen. Passwort eingeben. Okay. Vorsicht! LibreOffice verwendet eine Verschlüsselungsmethode an, die es fast unmöglich macht, den Inhalt des Dokumentes zu rekonstruieren, wenn Sie das Passwort verloren haben. Writer und Calc bieten eine weitere Möglichkeit zum Schutz des Dokumentes. Diese zweite Einstellung ermöglicht es, das Dokument zu öffnen und anzusehen. Allerdings sind Veränderungen nur mit Eingabe des Passwortes möglich. Um diesen Schreibschutz zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: Datei, Speichern unter, mit Kennwort Speichern, Speichern, Ja, wählen Sie Mehr Optionen im Passwortdialog, wählen Sie Datei, Schreibgeschützt, Öffnen aus und tragen Sie in dem Feld Bearbeiten Kennwort eingeben Ihr gewünschtes Kennwort ein. Wiederholen Sie die Eingabe in der nächsten Zeile und klicken Sie auf OK. Okay. Datei schließen und erneut aufrufen und das Dokument ist schreibgeschützt. Um an dem Dokument weiterzuarbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument, klicken auf Bearbeiten und geben jetzt das Passwort ein. Okay. Ciao und viel Glück.